Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Damit herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 4! Und es geht hier direkt los, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir stecken direkt in der Patsche. Wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Und wir wissen nicht, warum wir gejagt werden. Doch, wir wissen... Ein großes Abenteuer erwartet uns hier bei Uncharted 4. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Oh, die Jungs gehen erstmal dick baden, Freunde. So leicht machen wir es euch hier nicht. Verlerne ich sogar noch das Sprechen bei der Action. Alter! Nein! Nein! Ich gebe nicht nach! Ich hab's knicken! Natürlich. Warum nicht? Wäre ja sonst zu langweilig gewesen. Und zu einfach. Ohohoho. Wir hätten uns vielleicht schöneres Wetter aussuchen sollen. What the fuck? Alter, ey. Hier werden direkt Muskeln gezeigt, Freunde. Keine Gefangenen gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein! Ach du Scheiße. Alter, Luft! Ich brauch jetzt! Oh Gott. Okay! Shit. Motor im Eimer! Was? Ich kümmere mich drum! Gib mir Deckung! Alter! Na, Hauptsache Sam ist trocken. Dann wollen wir ja keine Sorgen zu machen. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich richtig. Wieder ein neuer Uncharted-Teil. Lange haben wir drauf gewartet. Na komm. Komm her. Ich hab's doch gesehen. Scheiße. Scheiß Wellengang hier. Kann man gar nicht vernünftig zielen. Zack, hab ich dich. Ja, sauber. Ja, so könnte man es auch nennen. Natürlich. Natürlich. Ein Unglück kommt selten allein. Komm. Zeig deine Hand, dass ich uns gesehen. Weg mit dir. Zack. Ja, dann ist doch super. Dann würde ich mal Gas geben. Aber ganz schnell. Alter. Scheiße Klippen! Ja, ihr geht baden, Freunde! Aber ich nicht! Da kann ich jetzt nichts für. Da seid ihr selber daran schuld gewesen. Hätte da nicht so einen besoffenen Fahrer ans Boot lassen sollen. Oh oh. Oh oh. Fuck! Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls.
Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Und nach diesem actiongeladenen Intro befinden wir uns in der Vergangenheit. In der Kindheit von Nathan Drake. Ein Abenteurer, der zur Legende werden soll. Ich sehe dich. Noch in ganz jungen Jahren. Ist nicht das erste Mal, dass wir Nate in der Kindheit spielen? Und hoch und rüber. Vielleicht erinnert ihr euch daran an Uncharted 3, als wir damals ein Flashback gespielt haben, um zu erfahren, wie damals Sully und Nate sich kennengelernt haben. Der gute alte Sully. Sein Ziehvater später und auch sein bester Freund. Wir werden ihn 100% in diesem Teil auch wieder treffen. Ich denke, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, beziehungsweise in Nates Fall, das Amen im Waisenhaus, denn ihr habt es gerade gesehen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass die Drake-Brüder in einem Waisenhaus aufgewachsen sind. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was mit der Familie los war. Eventuell werden wir es ja in diesem Teil sogar erfahren, da dieser Teil ja sehr viel den Background der Charaktere beleuchten möchte. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Nates Bruder Sam... Okay, still und leise. ...eine große Rolle hier spielen soll. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Ja, und wie wir es gerade von Schwester Catherine gehört haben, scheinen die Drake-Brüder kein ungeschriebenes Blatt im Waisenhaus zu sein. Auch der ältere Bruder Sam ist wohl dafür bekannt, ein paar Streiche in seinem Leben gespielt zu haben. Frage ist halt nur... Gott, aufpassen. Ich muss zu dem Fenster. Wie wir jetzt da hinten rauskommen... Los. Bewegung, Schwester. Na, ja, das ist natürlich super, dass sie sich jetzt genau da hinstellt. Na, was macht sie? Na, Schwester? Rauchen wir? Ist das nicht eine Sünde? Dürfen Nonnen das jetzt? Ist mir noch ein Ticken zu unsicher. Sie muss weggucken. Guck weg. Hier ist nichts. Puste raus. Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir auch... Ich komme, Vater. Naja, uns eine Standpauke halten und selber eine Sünderin sein. Und da hinten ist er. Der große Bruder. Sam Drake.
Oh Gott, ey. Sam, warte. Natürlich wartet er nicht. Warum sollte er auch? Das sieht bombastisch aus, Freunde. Das sieht wirklich bombastisch aus. Ich meine, Naughty Dog hat ja damals schon erwähnt gehabt, dass sie das The Last of Us Remastered gemacht haben. Um sich auch... Wow, fall da nicht runter. Um sich auch mit der PS4 ein bisschen anzufreunden. Damit das halt auch später für Uncharted 4 natürlich... Also, dass es dem Spiel zugutekommt. Da sie jetzt technisch ein bisschen besser mit der Konsole arbeiten können. Und ich finde, das sieht man auch. Das sieht man auch. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind und Mom ist in der Hölle. Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann ich bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Die erinnere ich mich. Hey, hau nicht ab. Ach du Scheiße. Oh Gott. Müssen wir hier wirklich über... Dächer und Steinspringen. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Du Scheiße. Fall da nicht runter, ich sehe ihn schon fallen. Hier lang. Wir haben als Kinder ja auch schon gut Scheiße gebaut, ne, aber... Das war leicht. Komm. Die Dächer haben wir dann doch ausgelassen. Ja. Wie scheint, habe ich da in meiner Kindheit was verpasst. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt? Geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Komm schon. Du bist dran. Oh, ich sehe ihn schon fallen. Wir wissen ja alle, dass unser Nate ein riesiger Glückspilz ist bei solchen Kapriolen. Vorsichtig. Vorsichtig. Geh da weg, Bro. Was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Ja, und wir hören es jetzt auch nochmal. Sam ist auf jeden Fall schon raus aus dem Waisenhaus. Und die Bindung der beiden ist natürlich ziemlich dicke, da sie, ja, die einzige Familie okay. noch sind, die sie haben, ne? Ohne Mumpen kein Ruhm. Na gut, wenn ich den Sprung jetzt machen muss, mein Freund, dann bist du sowieso Einzelkind. Bist du sicher? Das Na los, ist... Verdammt, hoch! 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 Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Wenn er das sagt. Eins, zwei, vier! Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Kein Ding. Bleib bei mir. Oh, das will ich doch gleich nochmal machen. Alter. Das sieht bombastisch aus, Freunde. Das sieht echt bombastisch aus. Nicht cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir.
Und meinst du, wie cool das ist, wenn ich hier runterfall? Und du mich von der Straße kratzen musst, Kumpel? Oder vorsichtig. Okay. Freunde, jeder Schritt hier muss gut bedacht sein. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vorsichtig! Ups. Ist das eine Sonne? Oh, runter hier! Ich glaube. Du bist weg, mein Freund. Na du, wer kann, der kann, ne? Und alle, die nicht können, die können halt bereit, nicht. Tarzan? Jo, gib mal her. Ja, okay, weiter. Zeig dir mal, wie das geht hier. Sehen wir ja, wer der kleine Bruder ist und wer hier der Große ist. Oh, Gott. So, mach das mal nach, Bro. Na, siehst du? Das habe ich aber besser hingekriegt. Fall nicht runter. Es wird immer höher. Und je höher man geht, und desto tiefer kann man fallen. Ah, du Scheiße. Los. Na, ob er das schafft? Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Bin zu klein. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Natürlich. Hoffen wir mal, die Dinger sind stabiler, als sie aussehen. Schnell! Oh Gott. Puh. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Ja, den kann man, finde ich, auch jetzt mal genießen. Nach der ganzen Arbeit haben wir uns das verdient. Wow, Freunde. Uncharted 4. Kaum zu glauben, aber wir spielen es endlich. Ja, ein Jahr haben wir ja jetzt noch drauf gewartet, ne? Eigentlich sollte es ja jetzt, glaube ich, schon genau vor einem Jahr rausgekommen sein. Aber nun gut. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Oh, mehr oder weniger. Ja, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Wenn Sam sich da so sicher ist. Aber nun gut, ne? Ich habe auch lieber das eine Jahr gewartet und ein vernünftiges Spiel bekommen. Warte hier und schau mir zu. Du bist dran. Ja, natürlich. Warum nicht? Kann ja nur schief gehen. Rüber da. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Okay, bei drei. Eins. Zwei. Drei. Mist. Oh, fuck. Komm. Geschafft. Ja, natürlich. Kinderspiel, ne? Oh, Brüderchen, du bringst mich noch ins Grab, wenn das so weitergeht. Hier. Folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Komm, ich zeig dir mal, wie das hier funktioniert. Pass auf. Ein Wurf von einem Meister. So geht das, Nate. Dann mal los. Woo! Yo! Okay. Ja, habe ich ganz allein geschafft. Ich bin stolz auf mich. So, können wir jetzt bitte nach unten gehen? Ich wäre dir sehr dankbar, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Okay. Nach dir. Man muss aber auch sagen, er sieht Nate verdammt ähnlich. Vor allem von den Klamotten her. Ich glaube sogar sein Pullover, den er anhat, das ist so ein ähnliches, das erinnert mich eigentlich voll an das T-Shirt, was Nathan Drake, glaube ich, im ersten Uncharted anhatte. Erster Teil oder zweiter Teil? Sollte halt vielleicht erwähnen, dass ich alle drei Teile natürlich gespielt habe. Ich habe sie alle platiniert. Teil 1 und 2 habe ich noch vor kurzem sogar gespielt. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal.
Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esta. Na los. Na komm, du willst tanzen? Tanzen hier! Ich tanze mit! Chingada, este ni me sabe pelear, ¿eh? Komm. Zu langsam, Scheiße! Hättest du gern. Komm, Schätzgelein! Alter! Der war gut! So langsam! Komm. Fuck! Alter! Wow. Nicht übertreiben! Scheiße! Lass! Los! Fuck! Zweigling! Alter, hättest du gern! Scheiße! Alter, komm! Jetzt. Oh Gott! Du bist eine harte! Los! Ist das Problem? Besonders! ¡Puedes hacerlo! Ahora sí, pendejo. ¡Que rote ese gringo, amigo! Vas a arrepentir. Oh, fuck! Du hast ja immer noch Power! Mist! Te voy a matar, come mierda. Lass die Scheiße. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Sei los, Gott. Ya basta. Acaba con él. Jetzt. Du Penner. Verdammt. Ja, basta, idiotas. Suéltenme. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Kachalo! Du bist da esperando aquí, eh? Abre! Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Gracias.
Wo bist du da wieder hineingeraten, Nate? Es ist schön. Er ist einfach ein Glückspilz. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, cálmate. Es por tu culpa, pendejo. Hey, darf ich gleich mal duschen? Cállate. War ja nur eine Frage. Hi, Jungs. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier auch noch schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Da hier, wie es scheint, nur Spanisch gesprochen wird, scheint er entweder ein mexikanisches Gefängnis. Hey, schöner Tag, nicht? Ich glaube nicht, dass er momentan in Europa unterwegs ist. Hey. Und schwül. Hey, Gringo! Panama. Das müsste Costa Rica da hinten in der Ecke sein. Hey, Vargas! Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse! Quietense, cabrones! Ja, wie es aussieht, Nate, hast du hier schon ein paar Freunde gewonnen. Ja, das Publikum liebt mich. Ja, genau das, was ich meine. Gut gemacht. So wie wir ihn kennen. Er hat sich nicht verändert. Auch wenn er schon einiges in die Jahre gekommen ist, ne? Ja, ja, ich gehe ja schon weiter. Chill. Chill deine Base, alles cool. Ist doch in Ordnung. ¿Dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Kommst du früh genug raus? Ja, ja, Gesundheit. No escuchaste. Okay, das gefällt mir gerade überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Nada, amigo. Nicht. Atrás. Es el cargo yo. Bien. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht gerade. Wen bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Ja, die wollen ihn doch nicht hinrichten, oder? Wir sind in Panama, Freunde, glaubt mir. Die Gefängnisse in Panama haben ihre eigenen Gesetze. Hier lang? Ja, ist er gut, Alter! Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan, mein Freund. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Naja, wenigstens hat er seinen Humor nicht verloren. Ja, schon klar. Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, in Panama, Freunde. Die sind überhaupt nicht vergleichbar mit den Gefängnissen, die wir in Europa oder auch in Amerika kennen. Moment mal, das sieht... Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat.
Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kissen. Klasse, danke. Tja, und damit sind wir schlussendlich im Spiel. Das war das Intro von Uncharted 4. Und ich würde sagen, wow, Freunde, ich freue mich richtig, richtig riesig auf dieses LP. Und ich hoffe ihr auch, und ich hoffe auch ihr seid dann das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit Nathan Drake und wir uns die höchste Gefängniszelle anschauen. Bis dahin, Freunde, ich wünsche euch was. Euer Wishes.